is calling. Hallo du, du und du natürlich auch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Ever Dream Valley mit mir, eure Fenia. Und du bist neu hier und es gefällt dir hier auf dem Kanal? Dann lass mir doch ein Abo da, kommentier ganz, ganz fleißig und aktivier die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Und meine Hühner sind krank. Ach du heiliger Bimbam. Oh, bestimmt, weil sie kein Fressen mehr haben. Und dann muss ich... Bestimmt, weil die keine Eier legen können. Verdammte Axt. Und schnell die Hühner. Sonst noch irgendwo eins? Da ist noch eins. Jetzt habe ich irgendwie einen Huhn rübergeworfen. Ja, ich muss noch Hühnernester bauen. Und du hast auch Hunger? Und okay, ich sollte dich ja... Kann ich das andere nicht einfach mitnehmen? Moment hier mal. Stellt die Alpakas einander vor. Können wir das andere nicht mitnehmen? Ich will meinen Alpaka ungern mitnehmen. Ich habe Angst, das kommt nicht mehr wieder mit. Na gut, komm mit. Komm mit. Was bleibt uns anderes übrig? Komm mit. Ich hoffe, ich kriege euch wieder nach Hause. Sozusagen. Moment mal. Ich will mal was. Ich will erstmal speichern. Das ist mir sicherer. Falls doch irgendwas schief geht, dass ich das nämlich... Vielleicht kann ich nämlich das andere Alpaka nämlich auch dann rüberholen. Müssen wir mal gucken. Hier kriegen wir auch beide mit. Werden wir ja dann gewahr. Nein! Ah, lauf doch nicht weg! Komm mit. Ich habe eine Freundin für dich. Die will dich kennenlernen. Kann man dir nicht eine Leine geben? Oder auf den reiten? Das wäre einfacher. Dass ich jetzt mein Alpaka hier durch die Gegend schleppe. Vielleicht kriegen wir auch beide nach Hause. Ja, komm mit. Wir beide gehen spazieren. Ich habe eine Alpaka-Freundin gefunden. Die ist einsam. Die möchte ich kennenlernen.
so. Hörst du sie nicht rufen? Mein Kleines. So. Aufgabe abgeschlossen. Das ist ja cool. Kann ich euch jetzt beide mitnehmen? Oh mein Gott, sie kommen beide mit. Auf nach Hause. Oh nö, ich hab mich verlaufen. Verdammte Scheibenkleister. Ist, glaube ich, hier oben lang, oder? Nein! Okay, wir bringen es. Und das andere hier jetzt. Kommt mal beide mit, bitte. Eine Leine wäre echt geil. Oh, jetzt hat das eine wieder ab. Anstrengend. Sehr anstrengend. Schaffen wir es bis nach Hause? Bleib hier. Wir könnten es schaffen. Schön mitkommen, ihr zwei. Schön mitkommen. Nein. Ja.
Komm mit, ihr zwei. Na nu, was machst du denn hier, kleine Ente? Ein Freund für das Alpaka. Cool. Schnell, schnell, schnell. Schön hier rein. Oh, geschafft. Das war hardcore. So, jetzt muss ich einmal die beiden Süßen scheren. Sonst werden sie krank. Und das ging ja schnell. Essen wollen sie auch. So, perfekt. Ich glaube, ich werde gleich noch Grassamen sammeln und so. Oh, Schaf ist auch krank, oh je. Also der Schafsbock. Der wird da Willow gemolken werden. Viel zu tun, viel zu tun. Ein bisschen die Frage, wo kriege ich eigentlich Schnecken für die Entchen her? So, den kann ich nicht scheren, weil er krank ist. Ach so. Okay. Dann müssen wir dann nächst noch mal. So, das Alpaka-Schild. Also, hä? Wo ist es hin? Yeah, zwei Alpakas. Sehr schön. Okay, ich baue noch. Omi hat eine Quest. Ich habe Alpakas auf dem Bauernhof gesehen. Sie sind so niedlich. Oh ja, da sind sie. Und weißt du, was noch süßer ist? Baby-Alpakas? Du hast recht, Großmutter. Aber wo finde ich Baby-Alpakas? Ich glaube, darüber haben wir schon gesprochen. Du musst dieselbe Methode wie für Schafe und andere Tiere anwenden. Finde ein männliches Alpaka. Ich habe gehört, dass männliche Alpakas Klee lieben. Bitte nimm diese Samen und säe sie dort, wo du die anderen Tiere gefunden hast. Das sollte deinen Alpaka dazu ermutigen, im Tal aufzutauchen. Sehe die erfolgreichen Samen in den Gebieten, das dir deine Großmutter zeigt. Okay. Ja. Warte. Okay, das männliche Alpaka.
Cool. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Hätte ich jetzt gesagt. Da sehen wir den Klee aus. Und der Händler hat auch... Ich muss Tiermedizin noch besorgen. Und so vieles noch. Es ist nicht so einfach. Er freut sich. Perfekt, ich habe gerade an dich gedacht. Heute Morgen wurde ich Zeuge einer besonderen Begebenheit. Eine Wildbiene ist zu meinem Stand geflogen. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass ich eine im Tal gesehen habe. Und jetzt ist eine von ihnen nicht nur hergeflogen, sondern hat sich auf meiner Pfeifenspitze niedergelassen. Das ist eine wirklich unvergessliche Erfahrung. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Wildbienen produzieren einen ganz anderen Honig als ihre gezähmten Verwandten. Naja, okay, nicht völlig anders, aber irgendwie nicht gleich und das schmeckt gut. Oh, was würde ich dafür geben, ihn nochmal zu probieren? Eigentlich weiß ich genau, was ich geben würde, mehr als für einen normalen Honig. Wenn du ihren Bienenstock findest und mir ein Glas mit Honig bringst, gehört die Münze dir. Klingt nach einem fairen Angebot. In welche Richtung sind die Bienen geflogen? Ich werde es dir gerne auf der Karte zeigen. Warte nicht zu lange, sonst lassen sie sich eventuell woanders nieder. Okay. Alpaka-Männchen. Kann auch ein Alpaka-Männchen kaufen. Alle 3 Tage geben die Alpakas warme Wolle. Kaufen wir uns ein Alpaka-Männchen? Beigefarbenes Alpaka. Aber ich brauche erstmal Tiermedizin. Wo war die denn? Pflaster. Oh, Queen Rosier Alpa. Oh, 14.000. Das ist süß, das will ich haben. Schokobraunes Alpaka. Schneeweißes Alpaka. Schwarzes Bengalziege. Was ist denn hier jetzt das Tierpflaster? Ich brauche Tiermedizin. So. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten... Nee, komm, wisst ihr was? Wir verstreuen... Nee, doch, machen wir doch in der nächsten Folge. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bis dann, eure Fenja. Tschüss. Come